Pinocchio. Hallo! Oh, sieh mal, Pocoyo. Da hat ja heute jemand Geburtstag. Weißt du, wer heute Geburtstag hat, Pocoyo? So? Ah, verstehe. Du möchtest, dass wir das allein herausbekommen. Ein Rätsel. Also, kann vielleicht einer von euch erraten, wer heute Geburtstag hat? Elli! Elli hat heute Geburtstag. Ja, ganz richtig. Heute ist Ellis Geburtstag. Und nachher wird sogar richtig doll gefeiert. Ist das aufregend? Aber Pocoyo, Pocoyo, hast du schon ein Geburtstagsgeschenk für Elli? Nein. Nun, was wirst du denn für ein Geschenk besorgen? Eins machen. Ah, verstehe. Du willst also ein Geschenk für Elli machen. Was für eine schöne Idee. Aber, Pocoyo, was willst du denn machen? Weißt du das schon? Ja? Ah, verstehe. Das ist noch ein Rätsel für uns. Wir müssen es selbst herausbekommen. Na, das wird ein Spaß. Also los, Pocoyo. Das Geburtstagsfest fängt gleich an. Du solltest dich ein bisschen beeilen. Pocoyo! Was machst du denn hier, Pocoyo? Ah, verstehe. Aus diesen einzelnen Teilen willst du das Geschenk für Elli zusammenbauen. Eine gute Idee. Aber jetzt frage ich mich doch, was soll das werden? Ja, das ist ein guter Anfang. Ein toller rosaroter Ball. Sehr schön, Pocoyo. Aber was soll das sein? Ach so, alles klar, du bist noch nicht ganz fertig. Ach, ich bin gespannt, was das wohl wird. Es ist so aufregend. Das gehört alles zu dem Geschenk, Pocoyo. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das für ein Geschenk wird. Können wir jetzt raten? Nun denn, sehen wir uns das mal an. Es ist groß, es ist rosarot und es ist ein Geschenk für Elli. Also muss es etwas sein, was Elli wirklich mag. Aha, eine Elli für Elli. Aber, also, seht ihr vielleicht, was da noch fehlt? Pocoyo, welches Teil fehlt noch, damit es eine richtige Elli wird, hm? Kann vielleicht einer von euch sagen, was da noch an der Elli fehlt? Ellis Rüssel! Ja, genau das ist es. Gut gemacht. Elli braucht doch einen Rüssel. Nun mach ihn schon dran, Pocoyo. Weißt du, wo er hingehört? Pocoyo, meinst du wirklich, dass das der richtige Ort für Ellis Rüssel ist? Du spielst ja nur herum, stimmt's, Pocoyo? Das macht aber auch Spaß. Oh, das sieht lustig aus, Pocoyo.
Wo gehört denn Ellis Rüssel nun wirklich hin? Perfekt. Na, ist das nicht fabelhaft? Pocoyo hat eine wunderschöne Elli für Elli gebaut. Jetzt wird es aber Zeit für das Geburtstagsfest. Los geht's! Wir müssen uns beeilen. Alles Gute, Elli! Gern gemacht! Ja, also das hat Pocoyo ganz allein gemacht. Elli, nein, danke, nicht uns. Elli, wir haben nur zugeschaut. Alles Gute, Elli! Kommt, lasst uns alle gratulieren. Alles Gute zum Geburtstag, Elli! Macht's gut, bis bald! Hallo, Pocoyo. Hallo. Ah, und hallo, Pato da drüben. Oh, das läuft ja wie am Schnürchen, wie ihr hier arbeitet. Pocoyo hebt die Steine auf und Pato setzt sie aufeinander. Tja, es geht doch nichts über eine gute Zusammenarbeit. Und das sieht fantastisch aus. Kann vielleicht einer von euch erraten, was Pato und Pocoyo da bauen? Sie bauen einen Turm. Einen Turm. Ganz genau. Oje, Pocoyo. Was machst du denn nun? Pato braucht noch einen Stein, aber es ist keiner mehr übrig. Oh, Pocoyo, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee war. Pato! Es gibt keinen Grund, so böse aufeinander zu sein. Keiner hat Schuld. Pato wollte mehr Steine und Pocoyo wollte doch nur helfen. Kommt schon, ihr beiden. Vertragt euch wieder. Nein!
Ah, wie gut, hier kommt Elli. Vielleicht kann sie die beiden Streithähne wieder versöhnen. Pocoyo, schau mal da. Oje. Also das hat aber keiner so gewollt. Was meint Elli nur? Kann es vielleicht einer von euch den beiden sagen? Was sollen Pocoyo und Pato tun? Wieder Freunde sein! Freunde sein! Ja! Was für eine Freude! Ich denke, Pocoyo und Pato haben jetzt wirklich gelernt, dass es viel mehr Spaß macht, Freunde zu sein, als sich zu streiten. Wunderbar, Pocoyo und Pato und Elli und alle, die Freunde sind! Macht's gut. Bis bald. Number Menu. Ah, time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. One orange. Very good. One orange! Oh dear. Well, how about one slice of watermelon instead? One slice of watermelon! One slice of watermelon. Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? One heart. That's it, one.
Nina. Hallo, Pato. Was für ein herrlicher Tag, um sich um die Blumen zu kümmern. Oh, mein lieber Pato. Da hat scheinbar jemand das Wasser abgedreht. Was ist da los? Pato, Pato, mach etwas langsamer, bitte. Du sagst, du hast genau so ein kleines Monster wie auf dem Bild da gesehen? Warum stellst du dich nicht auch vor, Pocoyo? Pocoyo! Und das ist Roberto. Hallo, Nina und Roberto. Es scheint, dass sie noch nie jemand die Hand geschüttelt hat. Pato. Ein Regenschirm? Aber es regnet doch nicht. Ah, du hast Pato schon früher mal gesehen. Du hast mit deiner Freundin dem Marienkäfer gespielt und dann kam Pato und hat die Blumen gegossen. Und du bist ganz nass geworden. Aber Nina, ich bin sicher, Pato wollte dich nicht nass spritzen. Pato hat nur die Blumen gegossen, damit sie schön kräftig wachsen. Ja, Pato liebt Blumen über alles. Sie
Sie sagt, dass jemand, der Blumen so liebt, ganz arg geherzt gehört. Aha! Ah, ich verstehe. Das soll Nina immer warnen, wenn Pato die Blumen gießt. Großartig. Das muss gefeiert werden. Roberto, darf ich bitten? Number Menu. Time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. Two bananas. Very good. Two bananas! Oh dear. Well, how about two pineapples instead? Pineapples. Poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? Two hearts. That's right, two. Farbhaus. Grüß dich, Elli. Was machst du da? Anstreichen? Ah, klar. Du streichst das Haus rosa an. Was für eine schöne Farbe. Oh, ja. Eine sehr schöne Farbe. Ich meine, die allerschönste Farbe in der ganzen Welt. Hallo, Pocoyo. Hallo, Pato. Hi. Elli hat noch ganz schön viel zu streichen. Vielleicht könnte sie etwas Hilfe brauchen. Ich habe so den Eindruck, dass es ihr sehr gefallen würde, wenn ihr ihr helfen tätet. Malen! Nun, Elli, da hast du aber ein sehr rosa Haus angestrichen. Elli, was ist los? Und hier ist eine schöne Dose mit rosa Farbe. Pato, ich glaube, der Elli gefällt diese Farbe nicht so sehr. Elli besteht darauf, dass du das Haus rosa streichst. Nein, blau!
Elli, Pato hat ein Porträt von dir an die Wand gemalt. Aber es kann doch nicht so schlimm sein, auch mit anderen Farben zu streichen. Ein rosa Dach, Elli? Aber Pocoyo! Oh nein, Pato! Leute, vielleicht solltet ihr... Ganz ruhig mal. Ein Augenblick. Wenn ihr euch nicht beruhigt, werdet ihr das nie richten können. Was für ein Desaster. Gute Idee, Elli. Jeder kann jetzt seinen Teil anstreichen. Ah, das ist doch perfekt. Jetzt passt es. Jetzt sieht das Haus wunderschön aus. Bis zum nächsten Number Menu. Time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 3 sandwiches. Very good. 3 sandwiches. 3 Well, how about 3 apples instead? 3 apples. 3 apples. Goodness. Poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 3 hearts. That's right. 3. Das nicht der wütende Außerirdische ist, der zurückschlägt. Hallo, wir haben uns schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du bist bestimmt auf dem Weg, einige Freunde zu treffen. Ah, ich verstehe. Du willst wieder die Herrschaft über die Welt erringen. Wie genau sieht dein Plan aus? Ah, ich glaube, ich verstehe das nicht so genau. Ah, ich verstehe. Mit Hilfe eines komplizierten Apparates hast du eine Fernbedienung entworfen, mit der du jedermanns Gedanken kontrollieren kannst und so kannst du ihnen jeden Spaß verderben und somit die Welt beherrschen. Nun, das klingt nicht besonders gut. Ha ha ha!
weh, das funktioniert sogar. Es stimmt also, du bist der wütende Außerirdische. Wow. Was für ein schönes Bild, Pato. Oh ja, du hast Patos Bild tausendfach verbessert. Pocoyo, kleine Raupe denkt, dass du der wütende Außerirdische bist. Und es scheint, dass du ihr gefällst. Tut mir leid, kleine Raupe, aber er ist nicht, wer du glaubst, dass er ist. Nein, nein, ich scherze nicht. Das ist nicht der wütende Außerirdische. Das ist Pocoyo. Ah, Ellie scheint in ein gutes Buch vertieft zu sein. Gemacht. Ellie hat es noch nie so hoch geschafft. Noch eine gute Tat von dir für heute. Ja, ja. Ich verstehe. Du willst wieder in deinen früheren Körper zurück. Du willst das wieder in Ordnung bringen, oder? Ja, das hatte ich gehofft. Wenn ich mir das so überlege, ich meine, du hast wirklich die Welt erobert. Du hast alles besser gemacht. Wunderbar. Das muss gefeiert werden. Number Menu. Time for a nice meal. It looks like Pato is ready to order. Four aubergines. Very good. Four aubergines. Oh dear. Well, how about
4 eggs instead. 4 eggs! 4 eggs. Poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 4 hearts! That's it! 4. Hühner stehen auf mir. Guten Morgen, Pocoyo. Hi. Du gehst etwas spazieren, ne? Hühnereier. Wie seltsam. Ich frage mich, wo ihre Mutter ist. Ah, welch ein Wunder. Aber wo bleibt die Mutter? Du kümmerst dich besser um sie, bis die Mutter zurück ist. Glaubst du, dass du das schaffst? Ja, Pocoyo kümmert sich. Lass sie dir nicht weglaufen, Pocoyo. Man sollte ihnen zeigen, wie man auf einem Ast sitzt. Sehr gut. Sieht so aus, als könntest du ein wenig Hilfe brauchen. Willst du, dass Pato dir hilft? Nicht Pato! Ellie hilft Pocoyo. Ellie? Die wird bestimmt eine gute Mutter sein. Ellie! Kannst du Pocoyo helfen, auf die Küken aufzupassen? Das ist aber seltsam. Da hat jemand die Küken in Reihe und Glied gebracht. Aber wer nur? Es ist Pato! Ah, was für eine Überraschung! Du bist eine bessere Hühnermutter, als wir gedacht haben. Unglaublich! Du hast es geschafft! Was nun, Pato? Fliegen? Aber Hühner können nicht fliegen. Unglaublich! Du verstehst dich so großartig auf Küken. Du bist voller Überraschungen, Pato. Und jetzt? Was hat er jetzt vor?
Oh nein, Pato. Wo sind jetzt deine Küken hin? Ah, ihre Mutter hat sie endlich gefunden. Pato, die Küken gehören zu ihrer Mutter. Armer Pato, vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Ah, da sind wir, Pato. Schlafe gut. Es sieht so aus, als hättest du Freunde fürs Leben gefunden. Ah, wie schön. Gute Nacht, Pato. Und gute Nacht euch allen. Number Menu. Ah, time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 5 apples. Very good. Five apples. 5 Well, how about 5 mushrooms instead? Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 5 hearts! That's it! 5 Ah, los geht's! Wir starten zu einem neuen Abenteuer im Weltraum! Ja! Hallo, Pocoyo! Hallo, Pato! Was ist los, Pato? Ah, heute willst du mal das Fliehwusch fliegen? Oje, Pato! Könnt ihr alle zusammen Pato sagen, dass er vorsichtiger fliegen soll? Sei vorsichtig, Pato! Pato, pass auf! Naja, wahrscheinlich war das Teil gar nicht so wichtig. Andererseits... Wahrscheinlich doch! Oh! Oh! Na! Wie es aussieht, müsst ihr jetzt dieses verlorene Teil vom Fliehwusch suchen. Hier lang! Pato möchte aber in der anderen Richtung suchen, Pocoyo. Ha! Was war das? Pato hat ein sehr seltsames Geräusch gehört, Pocoyo.
Vielleicht hast du dir das nur eingebildet, Pato. Du hast es dir nicht eingebildet. Es ist ein Alien. Pocoyo will es wirklich nicht glauben, dass Pato ein Alien gesehen hat. Kommt, wir wollen alle zusammen Pocoyo sagen, dass wir es auch gesehen haben. Ja! Da ist wirklich ein Alien. Pato, Pato, huhu! Vorsicht! Kann einer von euch, Pocoyo, sagen, wo das Alien ist? Auf deinem Kopf! Hm. Nein, das fehlende Teil vom Fliehwusch! Deshalb ist das Alien dir die ganze Zeit nachgerannt, Pato. Es wollte nur das Teil zurückgeben. Wassermelone? Die magst du doch so, Pato. Wie es aussieht, hast du einen besonders liebenswerten Freund gefunden, Pato. Zeit für den Rückflug. Es ist ja schon fast Schlafenszeit. Sei doch nicht traurig, Pato. Du kannst deinen Freund ja ein andermal wieder besuchen. Du müsstest nur deine Flugkünste ein wenig verbessern. Hm? Pocoyo. Prima, Pato. Wie schön, wenn man neue Freunde findet. Macht es gut. Bis bald. Number Menu. Time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 6 oranges. Very good. 6 oranges! Oh dear. Well, how about 6 lemons instead? Six lemons. Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 6. That's it, 6. Hallo, Pocoyo. Hallo. Lass mich raten, du willst mit dem Ball spielen. Pato, spielen. Nein, du hast keine Lust? Oh, komm, Pato, das macht doch Spaß.
Wie es aussieht, möchte Pato wirklich nicht mit Pocoyo Ball spielen. Nun, was möchtest du denn machen, ha? Huh? Ah, verstehe. Die Wippe. Aber wie wäre es denn, wenn du zuerst mit Pocoyo ein bisschen Ball spielen würdest und danach wippen? Oh, du willst nur wippen. Ah, hallo, Elli. Spielen? Wie es scheint, hat Pocoyo doch endlich jemanden zum Spielen gefunden. Nun guck doch nicht so grimmig, Pato. Du kannst einfach hingehen und mitspielen, das weißt du doch. Nein. Du willst lieber hier sitzen und schmollen, ja? Das sieht nicht so aus, als ob du gerade sehr viel Spaß hast. Könnt ihr vielleicht, Pato, sagen, wie viele Leute man braucht, um zu wippen? Zwei! Man braucht zwei Leute. Das ist richtig. Der tiefere Sinn einer Wippe ist, dass man wirklich einen Freund braucht, damit sie funktioniert. Wie war das, Pato? Du sagst, du hast einen Freund? Den perfekten Freund? Wen? Aber das ist eine Maschine. Verstehe. An diesem roten Knopf wird sie eingeschaltet. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Pato, die Maschine hat dich verdoppelt. Du hast wirklich den perfekten Freund gefunden, Pato. Einen, der genauso ist wie du. Oh je, ihr beide wollt mit demselben Ding spielen. Noch ein Pato? Was wollt ihr beide denn spielen? Scheinbar mag dieser Pato das sehr. Du hast ja recht. Diese Patos waren schließlich keine tollen Freunde für dich. Es könnte ja sein, dass dieser perfekt ist. Aha, Blumen gießen. Deine Lieblingsbeschäftigung. Dieser Pato mag das Blumengießen noch mehr als du. Du erzählst einen Witz, ja? Wunderbar. Oh. Obwohl, dieser Pato kannte ihn schon, Pato. Öfter versucht, dich zu überreden, dich zu besuchen. Wie es aussieht, will dieser Pato deine andere Lieblingssendung sehen, Pato. Und wieder ein Pato. Oh je, der Doppelpato hat sich selbst verdoppelt. Pato, meinst du, dass diese Maschine dir wirklich dabei hilft, dein Problem zu lösen? Du sagst, alle diese anderen Patos sind eigensinnig. Sie alle wollen nur ihre eigenen Lieblingsspiele spielen. Oh je, vielleicht war diese Maschine doch nicht die allerbeste Idee. Pocoyo, Elli, Pato hat da also ein riesen kleines Problem. Kann vielleicht einer von euch Elli und Pocoyo sagen, wo sie hinsehen müssen, um das Problem zu erkennen? Hinter euch! Dreht euch mal um! Patos! Überall Patos! Sie sind völlig außer Kontrolle! Was können wir machen? Denkt alle nach. Denkt. Hä? Wie? Du hast eine Idee? Oh, macht schnell. Oh, bitte schnell. Beeilt euch doch. Oh, die Maschine. Natürlich. Oh je.
Was meint ihr? Soll Pocoyo den roten Knopf drücken, um die Maschine auszuschalten? Ja! Drück den Knopf! So ist es doch schon viel besser. Spielen? Wie wunderbar! Gut, dass wir alle Freunde sind. Doppelt gut, dass wir uns alle irgendwie unterscheiden. Und was ist denn das? Oh nein! Bitte nicht, macht's gut. Bis bald. Number Menu. Time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 7 mushrooms. Very good. 7 mushrooms. Oh dear. Well, how about 7 strawberries instead? Seven strawberries. Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 7 hearts. That's it, 7. Hallo, Pato. Was um alles in der Welt ist denn das? Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was das ist? Das ist ein Ei, Pato. Das ist ein großes Ei. Ganz genau. Ihr habt recht. Faszinierend. Oh, hallo, Pocoyo. Hallo. Ball? Oh je, aber... Nein, Pocoyo, das hast du ganz falsch verstanden. Weißt du, das ist gar kein Ball. Was Pato da hat, das ist ein Ei. Und schon sehr bald wird mit diesem Ei etwas passieren. Da wird etwas Niedliches aus dem Ei schlüpfen. Jetzt verstehst du auch, warum dieses Ei für Pato so wichtig ist. Oh je, es ist soweit, es ist soweit. Es ist... Es... ist... eine Spinne! Ich sag es mal so, nicht aus jedem Ei schlüpft ein kleines Entlein. Tja, und einige Leute fürchten sich vor Spinnen auch, vor ganz kleinen Babyspinnen. Ich fürchte, du hast Pato erschreckt, kleine Spinne. Kleine Spinnen sind doch gar nicht so schrecklich, Pato. Und sie scheint dich zu mögen. Da sind Ellie und Pocoyo. Hallo! Oh je, ich sage dir. Solange die kleine Spinne da ist, werden die beiden nicht mit dir spielen. Sie haben viel zu viel Angst. Kleine Spinne, Papa Pato möchte mit dir ein Spiel spielen.
Er will, dass du alle Steine zählst, die du finden kannst. Hm? Ich denke, jetzt kannst du mit Elli und Pocoyo spielen, Pato. Aha, die kleine Spinne hat einen Stein gefunden. Papa Pato sagt, du sollst weiterzählen. Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was die kleine Spinne möchte? Ball spielen! Spielen! Ja, da habt ihr ganz recht. Sie möchte spielen. Hallo, Baby Pieps! Oh je. Papa Pato sagt, nimm den Stift und male irgendetwas, kleine Spinne. Was ist denn das? Kann jemand von euch, Elli und Pocoyo, sagen, wer dieses hübsche Bild von ihnen gemalt hat? Die Spinne, die kleine Spinne. Das ist richtig. Ah, wie niedlich. Seht ihr? Das habe ich doch gleich gewusst. Irgendwann seid ihr alle die besten Freunde. Prima, Pato. Toll, dass ihr jetzt alle Freunde seid. Macht's gut. Bis bald. Number Menu. Time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 8 carrots. Very good. 8 carrots! Oh dear. Well, how about 8 cherries instead? Eight cherries. Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 8 hearts. That's right, 8.